waren wir viel zusammen, haben gelacht, getanzt, die Nächte lang zusammen. Wir waren alles zusammen. Früher waren wir uns noch nah, ich denk so oft zurück, wie's damals war, so nah. Wir waren uns so nah. Und wenn alles mal zu viel war, haben wir uns zurückgeholt, nahm uns einfach in die Arme, der Rest der Welt blieb uns gestohlen. Und wenn alles mal vorbei war, haben wir uns einfach angelehnt. Und jetzt spüren wir, wie sehr das alles fehlt. Ich denke so oft daran zurück, wie's früher war, als es noch näher gab. Ich denke so oft daran zurück, wie's vorher war, als es noch Freiheit gab und da kein Abstand war. Heute sind wir viel allein, unter Teilen streng, in Schwarz und Weiß. Pass dich an, pass dich doch endlich an. Heute wird genau geschaut, wer gehört dazu, wo wird draufgehauen zusammen. Hier hält bald nichts mehr zusammen. Und weiß einer nicht mehr weiter, weil er sich nicht beugen will. Ich kann gerne die Personalien verstecken. Haben Sie mal ein bisschen aus? Nein, glaube ich nie mit. Aber meine Personalien wurden letztes Mal schon aufgenommen. Weil er sich mehr fühlen kann, weil wir alles kontrollieren. Jeden Respekt. Ich Akte gucken, und werden Sie feststellen, dass ich letzte Woche Montag auch schon gefragt wurde. Ich denke so. Und wie es früher war, als es noch näher. Aber es wurde eine Anzeige gegen mich erlassen und sowas, ja. Warum machen wir so? Das ist kein Problem. Haben Sie denn irgendwas, wo Ihr Name draufsteht? Irgendwas? In der Tat. Das ist gut. Warte. Aber Moment mal, ist das das richtige Geburtsdatum? Nee, da hat sich die Dings vertan. Das ist das falsche Geburtsdatum. Haben Sie eine Krankenkassenkarte oder irgendwas? Ich hab nichts hier. Das Geburtsdatum. Ich will keinen Abstand mehr. Aber die Wende mitgemacht und hat ein Déjà-vu. Und deshalb steht er hier und filmt. Ja. Nur deshalb. Alles klar. Da steht er sogar. Daran zurück, wie's früher war, als es noch näher gab. Ich denke so oft daran zurück, wie's vorher war, als es noch Freiheit gab. Ich denke so oft daran zurück, wie es früher war. Nee, das kann er nicht brauchen, das ist von einer Freundin. Geburtsort ist, ne? Perleberg. Steht bei Ihnen alles im Computer. Ja, wie gesagt, eine Stasi-Akte habe ich auch, da können Sie sich auch noch aus. Nee, die brauche ich nicht. Als es noch Freiheit gab und da kein Abstand war. Ich will keinen Abstand mehr, ich sehne mich so sehr nach echter Menschlichkeit. Ja, Versammlung. Wir werden diese Daten jetzt aufnehmen. Habt ihr gerettet? Solange Sie in der polizeilichen Maßnahme sind, brauchen Sie jetzt nicht. Okay? Und danach können Sie gerne eine rauchen. Okay, alles klar.
Ja? Wo ist Ihre amtliche Legitimation? Nur unter Zwang und gegen meinen Willen. Ich werde mich nicht wehren. Was soll das jetzt so? Bestrafe einen und erziehe 1000 oder was? Da leistet keiner Widerstand, also braucht er ihn nicht irgendwie festhalten. Schämt euch! Strafe Eiern, erziehe 1000. Ja, das haben Sie jetzt nicht mehr geschafft. Jetzt heißt es, wenn wir Strafe Eiern und leihere 1000 weiter haben. Fährst du jetzt mit, weil du keinen Ausweis hattest? Ja, Lauterbach gesagt. Alles Hübschüler da oben. Das ist eine Ordnungswidrigkeit. Alle hinsetzen. Teilnehmer einer Demo oder was? Ja. Was war jetzt die Begründung? Dass wir angeblich die Versammlungsleiter sind. Ach so. Weil wir die Gruppe angeführt haben sollen. Ach so, ja, Freunde von uns haben sie vor 14 Tagen oder 3 Wochen auch rausgezogen. Und haben ihnen unterstellt, sie wären die Redelsführer. Achso. Ja, das ist das Gleiche, ne? Ja, das wusste ich genau, das wurde geschützt. Unglaublich. Unglaublich.